Hi, herzlich willkommen hier in dem Video. Heute geht es um die Schattenseiten der Persönlichkeitsentwicklung. Ich selbst kann davon sehr viel erzählen, denn ich habe mich früh in meinem Leben in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung begeben. Nach Berlin bin ich gezogen, habe alles hinter mir gelassen und bin dann als Assistenzcoach eingestiegen in einem jungen Unternehmen und anschließend durfte ich dort auch als Hauptcoach coachen. Nun, wichtig ist zu wissen bei Persönlichkeitsentwicklung, dass Persönlichkeitsentwicklung letztendlich ein Umweg ist, den du einschlägst. Ich für meinen Teil zum Beispiel hatte ein Anliegen. Ja, ich wollte mehr Frauen kennenlernen. Authentisch, im Alltag. Ich hatte keine Lust auf Dating-Apps oder sonstiges. Nein, ich wollte authentisch Menschen kennenlernen. Das ist es. Nun, ich habe mich in die Persönlichkeitsentwicklung begeben, weil ich gedacht habe, ich brauche gewisse Fähigkeiten. Und das ist auch letztendlich der Kern der Persönlichkeitsentwicklung, denn man gesteht sich selbst ein, okay, ich könnte vielleicht ein bisschen an mir arbeiten. Schließlich möchte ich ja auch ein Leben, das ich mir wünsche. Also kann ich auch was dafür investieren. Das ist schön und gut. Aber vielmehr ist Persönlichkeitsentwicklung, wie ich gerade schon sagte, ein Umweg. Das bedeutet, ich könnte auch im Vorhinein mich dem Ziel widmen, was ich wirklich, wirklich will. Es wird vielleicht länger dauern. Es wird vielleicht schwieriger sein. Und ja, ab und zu werde ich auch gewisse Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Leute, die mir mal ernsthaft die Meinung sagen und mir die Wahrheit geben. Aus einer anderen Sichtweise. Aber letztendlich, wenn du diesen Umweg gehen möchtest, Persönlichkeitsentwicklung, dann musst du wissen, dass es in erster Linie dazu führt, dass du emotional krank wirst. Das bedeutet, wenn du dich zu sehr Fähigkeiten widmest, die nicht deinem Ziel entsprechen, dann verschleißt das deine emotionale Stabilität. Denn schließlich ist es nicht das, was du in dem Kern deines Herzens wirklich, wirklich möchtest. Zweiter Punkt ist, wenn du einen Umweg gehst, dann musst du dir bewusst sein, dass du Fähigkeiten erlernst, die letztendlich dich begünstigen und dich bestärken darin werden, erneut Umwege zu gehen. Das heißt, du baust einen Lebensumstand auf, der Umwege begünstigt. Dritter Punkt ist, du triffst auch Menschen, die ebenfalls Umwege gehen. Und diese Menschen bestärken sich natürlich gegenseitig darin, Umwege zu gehen. Das heißt, du hast im Endeffekt ein Kollektiv, das sich darin bestärkt, einen Umweg zu gehen. Nun, daraus kannst du lernen, Persönlichkeitsentwicklung ist letztendlich nichts anderes als gesunder Menschenverstand. Du könntest auch von vornherein sagen, okay, ich brauche diese und diese Qualität, ich werde sie mir schon aneignen können. Und dann kannst du auch Hilfe, Beratung in etwa in Anspruch nehmen. Aber es ist wichtig, dass du es auf deine Art und Weise machst. Zweiter Punkt ist, Persönlichkeitsentwicklung ist grob gesagt einfach die Suche nach etwas, von dem du bereits weißt, dass es nicht existiert. Du begibst dich mit einer Hoffnung, beispielsweise in die Persönlichkeitsentwicklung, und dann wirst du schnell erkennen, dass du nach einer Qualität suchst, von dem du gar nicht weißt, ob es die Qualität ist, die dir letztendlich hilft. Ja, du weißt es nicht. Du könntest auch genauso gut sagen, dass wenn du mit dieser Qualität Erfolg hast, was ist dann? Ja, viele sagen, ich möchte Erfolg haben, aber was ist denn dann, wenn du mit diesen Dingen Erfolg hast? Wie sieht dein Leben dann auf einmal aus? Es gibt nichts Schlimmeres, als mit den Dingen Erfolg zu haben, die man gar nicht haben will. Zu guter Letzt, was ist denn das jetzt hier, was du sehen kannst? Meine Videos. Ist das Persönlichkeitsentwicklung? Jein. Das hier ist die Konsequenz aus innerer Arbeit, aus direktem Weg und klarer Zielvisualisierung. In meinen Coachings wirst du immer wissen, dass es auf die Umgebung ankommt, die du dir selbst kreieren musst, damit deine Wünsche auch den direkten Weg finden und du diese Qualitäten, die du dafür benötigst, mühelos manifestieren kannst. Im kommenden Video wirst du erfahren, dass es letztendlich nur zwei Entwicklungsbausteine braucht, die wirklich den Unterschied machen. Wenn du gerade an einem Punkt bist vielleicht, wo ich dir helfen kann, wenn du Klarheit brauchst oder den Umweg gegangen bist, dich vielleicht gerade damit identifizierst, lass mir doch einen Kommentar da oder schreib mich gerne an, besuch die Website, dort kannst du gerne ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir buchen, wo ich dir gerne helfen kann. Wir sehen uns also im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.